Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Death Stranding Director's Cut Edition. Wir sind wieder da. Sam Porter hat gerade kurz eine Pause eingelegt und wir fahren jetzt weiter fort. In der letzten Folge sind wir hier zum Wegposten westlich von Capital North City angekommen. Aufträge gibt es hier nicht. Gemeinschaftskasten blinkt aber auf. Wollen wir mal reingucken. Fracht nehmen. Wo soll das denn hin? Capital North City, das nehmen wir. Capital North City nehmen wir auch mit, dann können wir das gleich mitnehmen. Wir müssen ja eh gleich mal dahin. Wir haben ja noch ein bisschen Sachen, die wir da abliefern müssen. Auch Capital North City, das nehmen wir alles mit. Ach da, das ist meine Fracht, die verloren wurde. Zurückgegeben. Nehmen wir mal mit. Lade auf den Treewheeler. Der ist ja schon voll, ne? Der muss auf dem Rücken alles laden. Ist natürlich jetzt schwierig wieder, weil wir voll gepackt sind. Aber geht. 67,6 Kilo. Also, von Gewicht her ist es okay, aber es ist halt viel, ne? Und dementsprechend liefern. Können wir hier was liefern? Nee, nee, nee. Das ist alles gut. Also, die verlorene Fracht, die will ich selber abliefern. Ihr seht, Leute, verlorene Fracht ohne Ende jetzt drauf. Oh, ich hoffe, dass der Tree wie im Stich lassen. Was wollen die denn noch? Das blinkt da auf irgendwie, habe ich das Gefühl. Was wollen die denn von mir jetzt? Nö, alles gut, scheinbar. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Okay, Leute, jetzt sind wir jetzt im Motorrad. Der ist auch ein bisschen aufgeladen jetzt, hoffe ich. Und dann fahren wir mal zu Capital North City. Motorrad ist ready. Ich hoffe, Batterie ist immer noch nicht gut geladen. Müssen wir vorsichtig fahren, auf jeden Fall. Hier da runter müssen wir auf jeden Fall. Nicht zu viel Gas geben, dass wir nicht viel Akku verbrauchen. Ich meine, hier war doch noch irgendwo noch ein Generator von mir. Da kann ich nochmal zwischenladen und dann ist gut. Hier unsere Brücke. Sehr gut. Hat geklappt. Ich meine, ach da, ja, irgendwo da ist auch der Generator. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur hier irgendwie rüberkommen. Mit volle... Wir waren nicht schnell genug irgendwie. So, jetzt erstmal Gas geben. Oh, hat geklappt. Sehr schön. Batterie ist aber gleich leer. Wir können aber hier einmal aufladen beim Generator. Generator, wo bist du? Mist, der ist gar nicht hier. Ach, da hinten. Die Frage ist nur, schaffen wir das dahin? Das Briefkasten. Generator ist hier vorne. Sehr gut. Dann fahren wir erstmal hier lang. Zu unserem Generator. Das war unser eigener, meine ich. Ja. Und dann haben wir das. 4 Likes haben wir schon dafür bekommen. Und dann müssen wir halt hier lang, ne? Dahin, ja. Gut, dass wir das Ding gebaut haben. Ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Wie man sieht... Capital North City, hier lang, genau. Oh, da war noch eine verlorene Frage. Wegposten westlich von... Ah, Wegposten, okay, das gebe ich nachher einfach ab. Ist aber auch gut dann. Kriegen wir ein paar kleine Likes dann. Wir haben nicht mehr viel Zeit für die Aufgabe, 20 Minuten, aber das schaffen wir locker. Wir fahren jetzt einfach durch. Sammeln jetzt nichts mehr auf. Kennt ihr diesen Sammeldrang, Leute? Man möchte die ganze Zeit irgendwie alles aufsammeln. Bei dem Game habe ich manchmal so das Gefühl. Da wird so mein Sammeldrang irgendwie... Ja, ich sag mal... Aufgeweckt. So, dass man einfach Bock hat, irgendwie alles mitzunehmen und zu liefern. So ein Gefühl kriege ich bei diesem Game. So, wir sind gleich da. Sehr schön.
Und da wären wir. Ja, fahr mal runter jetzt. Sehr schön. Aufgabe abgeschlossen. Jo. Schön, dass ich hier sein darf. So, mal gucken. Ja. Ich glaube, das Fahrzeug steht zu nah hier dran. Dann wollen wir mal kicken. Genau, das war zu nah dran. Alles abliefern, was geht. Sehr schön. Verlorene Fracht, weiß ich nicht, ob das gleich mitgeliefert wurde oder ob ich das gleich nochmal extra machen muss. Wie geht's dir, Sam? Das ging schneller als ich dachte. Sehr gut. A nur bekommen. Ach, das sind doch alle Aufgaben, glaube ich. 6 Aufgaben. Das sind die Avataren von den Leuten, für den wir das quasi getan haben. Alles echte Spieler, die quasi jetzt durch uns die Aufgabe abgeschlossen bekommen. Brückenlink steigt ordentlich durch die verlorenen Frachte, nehme ich mal an. Danke. Mach's gut. Gerne. Gute Arbeit. Neuer Auftrag. Was haben wir denn noch? Oh, neuer Auftrag wieder. Liefern. Verlorene Fracht liefern. Alles abliefern. Wir brauchen ja jeden Platz nachher, ne? Wir haben nachher auch eine große Reise vor uns, wenn wir nach Port North City müssen. Von hier. Deswegen müssen wir Platz schaffen hier. Fracht wurde einem anderen Spieler anvertraut, okay? So, die Frage ist nur, ja, wir können jetzt wieder was annehmen. Aufträge für Sam, Hilfspaketlieferung für Port North City. Guck mal, da müssen wir direkt hin, das nehmen wir auch schon mal an. Weil wir müssen das so oder so abliefern. 50 Kilo sind natürlich eine Ecke. Blutbeutel. Transfusionsbeutel enthält Blut, das dir abgenommen wurde. Okay. Wenn ausgerüstet, füllt er dein Blut nach und nach auf. Okay. Ein mit Sams Blut gefüllter Beutel. Rüstest du ihn aus, wird Sams Blutvolumen nach und nach mittels einer Transfusion über die Handschellen wiederhergestellt. Wenn du mehrere Blutbeutel bei dir hast, wird automatisch ein neuer Beutel aktiviert, sobald der aktuelle leer ist. Wenn du eine blutverbrauchte Waffe benutzt, wird das Blut zuerst im Blutbeutel und dann Sams Körper entzogen. Blutbeutel können in Vorratstaschen verstaut werden. Okay, gut zu wissen. Sam, dies ist unser erster Versuch, eine Anti-GD-Waffe zu entwickeln. Ich musste aus dem, was wir hatten, schnell etwas bauen. Es sind also modifizierte Handgranaten. Okay. So sollen sie jedenfalls funktionieren. Sie wurden bis jetzt nie im Feld getestet. Wer weiß, vielleicht kannst du als erster ein GD eliminieren. Und das wäre doch etwas. Das sind diese Blutgranaten. Aber selbst wenn sie funktionieren, musst du bedenken, dass sie dein Blut enthalten. Zapfst du zu viel ab, verpasst du dir eine Anämie. Okay. Weiß ich Bescheid, das verbraucht als unser Blut. Lassen wir jetzt erstmal so. Ist da noch Platz auf dem Wheeler? Ist sogar sehr gut. Hilfslieferung, Anti-GD-Waffen, das müssen wir auf dem Rücken dann. Übung macht den Meister. Also haben wir einen Auftrag für dich, um deine neue Waffe auf dem Schießstand auszuprobieren. In einer sicheren Umgebung trainiert es sich doch besser als in Lebensgefahr, oder? Harte Arbeit zahlt sich aus. Okay, da haben wir so ein Training, glaube ich, freigeschaltet. Okay, Vorratstasche auf dem Rücken. Einmal sortieren. 88 Kilo haben wir. Wir haben noch ein bisschen Kapazitäten, das ist gut. Gucken wir mal, ob wir noch andere Aufgaben hier finden.
So, da haben wir noch. Was haben wir denn noch? Auftrag zugewiesen. Bisschen haben wir noch Kapazitäten, ne? Ausrüstungstest Blutgranate. Das müssen wir nachher. Das machen wir nachher. Obwohl, das können wir auch annehmen, weil da müssen wir nur zum Verteilerzentrum. Das können wir auch schon mal annehmen, dann haben wir das. Machen wir ein paar Granaten. Okay. Auf dem Rücken. Boah, das sind ja richtig Kisten, ne? Ich dachte, eine einzelne Granate wäre das, aber das sind ja richtige Kisten. So, mal gucken. Sind auf jeden Fall richtig vollgeladen jetzt. Auftrag zugewiesen. Standardaufgaben gibt es auch noch. Die nehmen wir natürlich auch beide an. Komm, wir versuchen es einfach mal. Ist nicht richtig, glaube ich, was ich mache, weil ich meine... Schwerer Fracht, es könnte sich schwer erweisen. Das nehmen wir schon mit. Kriegen wir schon alles mit irgendwie. Hoffe ich zumindest. Jetzt sind wir über dem Gewicht auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Resine auch noch. Oh, oh. Kommen wir damit da an? Wir versuchen es mal. Wir sind jetzt total überladen. Aber wir schauen mal, ob wir mit dem Wheeler irgendwie da wegkommen. Auftrag zugewiesen. Ah, das kriegen wir hin. Wir müssen halt nur zum Verteilerzentrum kommen, ne? Und das sieht gar nicht so verkehrt aus. Wir müssen jetzt erstmal nur tanken. Und dann können wir so fahren, denke ich. Ich meine, auf dem Motorrad geht das ja, ne? Man muss nur bedenken, je schwerer wir sind, desto mehr Akku verbrauchen wir auch. Wahrscheinlich wirst du dich noch um ein paar andere Aufträge kümmern. Denk dran, sobald du nach Portnord City kommst, überquerst du den See. Du solltest also alle offenen Lieferungen vorher abwickeln. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie rüber. Boah, das wird nicht leicht. Da ist der... Wo ist denn der Verteilerzentrum? Ah, da gehen wir später hin. Erstmal wollen wir hier zum Verteilzentrum. Ja, da müssen wir eigentlich ja hier rüber. Und dann hier irgendwie durch. Das letzte Mal sind wir auch hier gefahren, glaube ich. Ja, von hier. Das heißt, wir sind jetzt hier. Dann müssen wir hier rüber. Erstmal zum Generator. Sieh dir die Karte an und such die effizienteste Route zu allen Orten, die du aufsuchen musst. Erstmal zum Generator, das ist so das Prio. Sam, Dooms gewährt dir Vorteile, die die meisten nicht haben. Aber so fähig du auch bist, du gehörst jetzt auch zu Bridges. Eine Organisation, die über Experten... Wir sind richtig hier, naja. ...in vielen Bereichen verfügt, die alle bereit und willens sind zu helfen. Das Team ist für dich da, Sam. Du musst bloß fragen. Verstanden? Was bedeutet immer dieses Dooms, ne? Das wüsste ich auch mal gerne. Wir müssen übers Wasser hier. So, jetzt rüber. Schnell. Generator ist... Ne, das ist der Briefkasten. Aha, aha. Okay, dann müssen wir... hier durch. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Ich bezweifle, nein. Aber könnte reichen. Immer positiv denken. Wir müssen jetzt komplett hier durch. Am besten wäre hier lang. Zum Generator. Ich glaube, ich werde zum Generator erstmal gehen. Sicher ist sicher. Weil von da an sind wir in der... Nicht vor der... Also nicht jetzt in dieser Folge. Auch nicht der davor, sondern... Zwei Folgen vorher quasi sind wir da lang gefahren. Hatten den Generator aufgebaut. Und das war eigentlich sehr angenehm. Von da an dann... Vom Verteilzentrum erstmal dahin,
Motorrad aufladen und dann nach Port Knox City. Oh nein. GDs. Verdammt. Wir müssen schnell durch hier. Schnell durch. Regen kommt. Episode 2 Emily. GD-Kontakt. Blutgranaten ausrüsten. Sollen GD besiegen mit diesem vollbepackten Zustand? Das verschieben wir. Das verschieben wir. Wir fahren jetzt schon hier durch einmal. Nein! Wir wurden komplett ausgebremst. Okay, wir sind raus. Da ist der Generator. Okay, jetzt sind wir auch wieder weg. Sehr gut. Fahrzeugbatterien sind solarbetrieben. Sie laden sich bei klarem und bewölktem Wetter auf. Auf Einrichtungen und große Straßen haben ihr eigenes Stromnetz. Es wird also keine Batterieladung verbraucht, während du sie benutzt. Geil. Gut zu wissen. Jetzt müssen wir hier komplett einmal runter. Das kriegen wir hin, Leute. Wir müssen jetzt einmal komplett durch. Batterie ist voll. Das war ja so mein Ziel, ne? Hier jetzt hin. Und dann mit dem Generator. An dem Generator quasi orientieren. Ist das auch einer? Ne, das ist so eine Musikbox, ne? Ne, doch, auch einer. Sehr gut. Fahrzeugakkus voll. Generator Stufe 2 war das übrigens. Keine Ahnung, was das bringt. Ob das schneller aufladet oder so. Oh nein, die Mules kommen. Das ist das Mule-Gebiet. Da müssen wir jetzt richtig aufpassen. Da ist schon einer vorne. Wir sind halt voll bepackt, ne? Und das ist für die halt geil. Wenn die Boten wie wir, Boten wie uns, wollte ich sagen. Nein, fahr los, Mann. Wir sind so voll bepackt, Leute. Wir könnten uns noch nicht mal verteidigen. Deswegen müssen wir schnell zum Verteilzentrum. Schnell zum Verteilerzentrum. Wir dürfen uns nicht aufhalten lassen. Ah, wir sind nicht mehr weit weg. Die Brücke, an diese Brücke kann ich mich erinnern. Und dann ist auch gleich der Verteilzentrum da. Nein! Das wollte ich gar nicht. Ich dachte, ich sammle dann andere Dinge auf. Oh, wenn jetzt die Mules kommen. Oh nein. Schnell weg hier. Das darf ich nie wieder machen. Also keine F-Taste drücken, während man fährt. War keine gute Idee. Aber Verteilerzentrum sehe ich jetzt. Ah, ich sammle jetzt gar nichts auf. Bevor ich jetzt das verliere, was ich schon habe. Nur weil ich ein bisschen zu gierig werde mit dem Sammeln. Ne? Da hat man echt Lust, alles aufzusammeln und abzugeben, ne? Wenn man immer wieder sowas sieht. Aber erstmal das abgeben, was wir haben. Und dann sind wir durch damit. So, Generator gab es ja hier schon. Aber ich fahre jetzt erstmal komplett rein. Weil das so ein Scheiß ist, voll bepackt darunter zu laufen. Dauert dann zu lange. Bremse ist auch nicht so die beste. So, einmal runter. Was macht er da? Noch mehr Sachen. Oh, das Motorrad steht wieder schlecht. So, jetzt aber. Drehst du dich auch mal um, Sam, oder? Warum dreht er sich nicht? Das dauert aber. Okay, ihr seht, voll bepackt, schnell zum Verteilzentrum. Das ist schon echt. Aber wir haben wenigstens wirklich Heil es hierher geschafft. Das ist ja so das, was wir unbedingt wollten. Und wir haben es geschafft. Sehr schön.
So soll es sein. Die Legende ist wieder da. Wie geht's dir, Sam? Die Lieferung ist in tollem Zustand. Sehr gut. 3 Kilometer gefahren. Neuer Rekord S. Benjamin Hancock, westlich von achso, okay. Neue Interviewdaten. Mehr Kapazitäten hier. Läuft. Tschüss, Sam. Sehr schön. Da ist auf jeden Fall ordentlich Gewicht runtergegangen jetzt. Jetzt gucken wir mal, was wir noch so liefern können. Wir können gar nichts mehr hier liefern. Das ist ja traurig. Liefern Notfalltreibstoff. Was haben wir denn so? Wir haben doch so viele Sachen dabei, ey. Die Frage ist nur, wo das alles hin soll. Guck mal. Das ist Metalle. Ich weiß nicht, wo das hin soll. Das ist die Hauptaufgabe, denke ich. Ja, das muss zum Port Not City. Ex-Granate, Typ F, Masergewehr, Blutgranate. Manche, wir haben so viele Sachen dabei. Resine. Wo soll das hin? Zur Verwendung finden. Materiallieferung. Resine. Windpark. Okay, Windpark. Ausgerüstet. Was ist denn? Wir haben richtig viele Sachen, Leute. Die wiegen halt schon wirklich was, ne? 60 Kilo, da müssen wir echt mal zum Port North City. Der Rest ist ja klein eher, ne? Erstmal sortieren. Oder ist das schon? Ist schon sortiert scheinbar. Okay, ist schon sortiert. Ne, ist schon sortiert, okay. Die Frage ist nur, ob wir jetzt direkt nach Port North City fahren sollen, oder? Warte mal, hier gibt es ja noch Aufträge, ne? Wir gucken, was es so gibt. Dann fahren wir nochmal zum Windpark. Dann ist das alles weg, ne? Dringend, Lieferung Notfalltreibstoff. Ist auch nicht jetzt so weit, das Windpark, ne? Da waren ja diese ganzen GDs, ne? Oh, will ich da wirklich hin? Nee, das war die Leichenentsorgung. Doch, beim Windpark waren auch welche, ne? Und ich weiß nicht, ob wir mit dem Motorrad da gut durchkommen. Da bin ich mir halt nicht so sicher. Bin eigentlich ein bisschen unschlüssig. Wir können auch natürlich zu Port North City direkt fahren, ne? Windpark. Ach komm, wir fahren zum Windpark jetzt. 120 Kilo. Das kriegen wir niemals hin. Nicht mit diesem, sag ich mal, Zustand, den wir haben gerade. Also, die Frage ist, ob wir jetzt... Warte mal. Wir könnten... Was ist hier für ein Online-Briefkasten? Da soll ich noch eine Aufgabe abschließen. Hier auch. Sammeln. Nun ist nur die Frage, ob wir nach Port North City fahren. Ich würde sagen, wir können ja eigentlich nach Port North City fahren, ne? Aber da sagt ja unser Kollege, der Questgeber, dass das auf der anderen Seite des Sees ist, dass wir uns das gut überlegen sollen, dass wir erstmal vorher die Aufgaben abschließen sollen, die wir abschließen können quasi. Irgendwie sowas hat er doch gesagt, meine ich. Da bin ich mir jetzt unsicher, ne? Deswegen erstmal aufladen, dann gucken wir mal. Wir können natürlich irgendwie versuchen, hier durch, jetzt schwierig. Hier müssten wir irgendwie lang nach Port North City. Wir bauen jetzt eine Route auf. Oh, das war nicht das, was ich wollte. Wir machen uns jetzt mal eine Route. Also, wir starten hier. Hier ist überall sind Berge, ne? Route entfernt. Genau. Irgendwie so.
dann würde ich sagen, irgendwie so. Weil hier ist ja nur Berg. Da kommen wir nicht durch. Hier können wir durch. Hier sind wir. Boah, das wird schon eine schöne Strecke zu fahren sein. Ja, ich würde sagen, wir fahren hier durch. Komplett. Da müssen wir irgendwie über dem See kommen. Boah, wie sollen wir das denn schaffen? Ja, leicht wird das nicht. Hier können wir vielleicht irgendwie uns durchzwängen. Dann irgendwie hier. Hier weiß ich nicht, ob wir hier durchkommen. Das werden wir herausfinden. Da müssen wir hier irgendwie übers Wasser kommen. Aber hier gibt es eine Brücke, sonst können wir auch die Strecke nehmen. Bis hierhin. Dann entfernen wir diese Markierung einmal. Fahren lieber hier rüber. Ah, das wird eine Strecke. Da ist die Brücke, wo ich rüberfahren wollte. Oh nein! So. Oh, jetzt sind wir hier, oder wie? Ach so, wir müssen hier rüber, ja. Ne, wir hätten hier unten bleiben müssen. Und darüber. Ach. Das war ja komplett jetzt fehlerhaft. Ihr seht, auf der Kiste sind noch Handabdrücke von den GDs. Wo die uns fast gepackt haben, die Scheißviecher. Ich lade nochmal auf. Genau, wir müssen jetzt hier gleich rechts. Gibt es auf dem Weg denn Generatoren, ist die Frage, ne? Nicht, dass wir da irgendwie... Ah, das wird nicht leicht, Leute. Ich bin am Überlegen, ob ich noch schnell so ein TCK hole. Ich hole nochmal so ein TCK. Auf jeden Fall erstmal so ein TCK holen. Genau, weil so ein TCK, falls mal irgendwie wir doch einen Generator brauchen. Wir können auch zu liefernde Fracht erstmal abliefern, ne? Nee, wir wollen das alles selber machen, ne? Eigentlich muss das ja alles zum Windpark, ne? Also eigentlich müssten wir echt zum Windpark. Leute, ich glaube, wir fahren erstmal zum Windpark. Na, das machen wir. Ach komm, wir machen das jetzt. Wir fahren zum Windpark. Weil wir sind einfach zu sehr überladen, ne? Da möchte ich jetzt nicht irgendwie so voll bepackt irgendwie dahin zu Port Not City. Das macht ja keinen Sinn. Selbst der Questgeber hat uns ja einen Tipp gegeben, ne? Er hat gesagt, wir sollen lieber die Aufgaben machen, die bevor wir dahin fahren halt, ne? Deswegen fahren wir jetzt erstmal zum Windpark. So ein Hin und Her in dieser Folge mit mir, aber was willst du machen? Erstmal zum Windpark. Ich weiß, dass wir hier lang müssen. Ich hoffe, wir können mit dem Motorrad auch weit hier. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird alles. Schauen wir mal. Hier kommen wir schon mal gut durch. So, und jetzt kommen wir gleich zum Waldgebiet. Ich hoffe, da kommen wir auch irgendwie gut durch. GDs. Oh nein, und wieder GDs. Ich kann nicht bremsen. Jetzt müssen wir hier irgendwie durchkommen, Leute. Oh Mann, ey. Mit dem Motorrad hier, weißt du? Weiß ich, ob das eine gute Idee hier jetzt war. Man muss überlegen, wir müssen auch irgendwie zurück hier, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir hier zurück hochkommen.
ID-Kontakt waren. Ach, GD. Ja, ist das scheiße. Ich hasse die GDs, ne? Die hasse ich. Aber wir haben Blutgranaten. Kann ich die aus dem Motorrad auswerfen eigentlich? Weiß nicht, ob das eine gute Idee war, hier durchzufahren. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee war. Wir sind so voll beladen. Wenn die uns jetzt packen, haben wir keine Chance. Wo ist der? Bloß nicht anhalten jetzt. Nein! Fahr! Wir wurden gecatcht. Und jetzt schleppen die uns auch noch mit. Ganz weit von unserem Motorrad. So, jetzt nehme ich aber mit. Oh nein, wir müssen weg. Das ist der Große. Oh nein. Dürfen nicht gecatcht werden, weil sonst entsteht wieder eine Kraterlandschaft. Wenn wir sterben, entsteht eine Kraterlandschaft. Wir müssen jetzt alles aufsammeln. Unser Motorrad ist weg. Nein. Leute, wir machen den fertig. Wir machen den fertig. Das ist mir scheißegal jetzt. Wir haben Blutgranaten. Wir haben alles da. Ich weiß nicht, ob die dann verschwinden komplett. Warte mal. Blutbeutel. Haben wir alles da. Wie machen wir das denn? Mit dem Granaten. Wir müssen den fertig machen. Das nützt nichts. Unsere Materialien liegen alle hier. Was ist das? Behälter, Repertoire-Packsein. Urinieren. Nein, nicht urinieren, Mann. Hey, wo sind die Blutgranaten? Da wollen die mich verarschen. Packseil, Leiter. Hä? Warte mal. Erstmal Fracht. Blutgranaten. Hä? Oh, hab ich die jetzt verloren? Okay, nützt nichts. Ich glaube, wir müssen abhauen. Die Richtung ist da. Wir müssen da lang. Die Fracht müssen wir gleich holen. Das nützt nichts. Oh, unser Motorrad haben wir auch verloren. Ne? Das ist sowas von nervig. Genau, wir müssen da hoch. Mann, diese Scheißviecher, ey. Das war echt eine Scheißidee, hier lang zu fahren. Aber wir müssen ja hier lang. Nutzt ja nichts. Wir dürfen auf jeden Fall nicht sterben, weil sonst entsteht wirklich wieder so eine Kraterlandschaft und das haben wir nicht. Sehr schön. Kommen wir da auf den Berg rüber? Wir müssen hier lang. Sehr schön, Leute. Einfach weiter. Oh Mann, ist das anstrengend. Nein, der macht uns fertig. Anstatt er die Bäume zerstört, sollte er mal hier lieber was machen, damit die Wege hier geglättet werden. Damit wir hier leichter durchkommen. Wir sind jetzt im Windpark. Boah, das war eine Geburt. Puh, ich bin erledigt. Ja, GD ist weg. Da liegt unsere Fracht. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir da irgendwie die Fracht holen können. Ah, okay, wenn die Fracht fallen lässt und eine Bergung unmöglich ist, kann man Fracht verlagern auswählen.
Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Motorrad passiert ist. Der wurde wahrscheinlich gefressen oder zerstört. Aber wo man ihn wieder spawnen lässt, das weiß ich jetzt nicht. Das ist sehr schade. Vielleicht müssen wir uns einen eigenen bauen jetzt. Keine Ahnung, Leute. Werden wir alles noch herausfinden. Ziemlich schlecht gelaufen. Wahrscheinlich die ganze Fracht auch kaputt. Zerstört. Liefern. Alles, was geht, liefern. Da haben wir schon ein bisschen was weg wieder. So sieht's aus, mein Bester. Sei dankbar, dass wir es überhaupt geschafft haben. Der Zustand ist nicht so doll, aber entsorgt sogar ein paar. 10 Uhr. Ah, okay. War auch nicht eine saubere Lieferung. Ihr seht, entsorgt. Habe ich aber nicht entsorgt. Das ist eigentlich da. Ich muss es nur gleich abholen. Okay, Leute? Macht mir jetzt kein schlechtes Gewissen hier. Sehr gut. Leute, ich würde sagen, wir machen nach diesem Hängepartie, ja, nach diesem stressigen Folge erst einmal Feierabend hier. Machen in der nächsten Folge genau hier weiter. Ja, ziemlich stressig gewesen. Wir schauen mal, was wir in der nächsten Folge hier bewerkstelligen können, wie wir vorankommen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo gerne da lassen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Oder guten Tag, wann immer auch ihr das Video anschaut. Unser Sam Porter wird auf jeden Fall eine Runde schlafen. Das war viel zu anstrengend. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.